Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Und diesmal wird es wirklich sehr, sehr interessant, sehr tiefgründig und aber auch sehr wichtig. Und ich muss leider eine kleine, etwas längere Einleitung machen bei dieser Sendung, um die es jetzt hier geht. Und dazu begrüße ich auch drei Gäste, den Andi, den Yves und einen unbekannten Gärtner aus Tim seinen Videos und um die Persönlichkeiten hier geht's. Und ich möchte euch erstmal eingangs sagen, warum ich eigentlich diese Sendung mache, denn das bin ich auch vom Tim gefragt worden und das möchte ich euch kurz beantworten. Es geht mir also nicht darum, hier eine Person wie den Tim mit Green Connection an den Pranger zu stellen und zu sagen, lyncht diesen Mann um Gottes Willen. Im Gegenteil, ich habe den Tim eigentlich als sehr guten Menschen kennengelernt und komme auch gut klar mit ihm. Wir reden auch weiterhin und das werdet ihr auch am Ende dieses Videos noch sehen. Warum geht es mir in diesem Video? Warum mache ich dieses Video? Ich möchte hiermit aufklären, euch und alle, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, weil diese Erfahrung sollte möglichst keiner machen, die diese Jungs, die jetzt hier in der Sendung sind, machen oder gemacht haben. Und das ist der Grund, warum ich diese Sendung mache. Ich möchte diesen Jungs eine Plattform bieten und ich möchte ihnen die Zeit geben, ihre Geschichte hier zu erzählen und was da eigentlich schiefgelaufen ist und was da eigentlich passiert ist. Es ist ja nicht wirklich in die Öffentlichkeit getragen worden. Micha hat kurz eine Sendung mit Tim gemacht. Da wurde kurz geredet und war auch sehr schön. Und wir haben uns auch alle gefreut, dass er eigentlich wieder da ist. Aber die Leute, die betroffen davon sind, die haben halt diesen kurzen Satz von Tim etwas, glaube ich, schräg in den Hals bekommen, wo er sagte, naja, was kann ich dafür, wenn mir ein paar dumme Leute ein paar Bilder schicken und jetzt Ärger haben. Ich glaube, so ganz kann man das nicht kurz abtun. Da wären diese Leute, glaube ich, traurig und sauer drüber. Und das ist der weitere Grund, warum ich das machen wollte. Ja, und jetzt fangen wir mit der Sendung an. Und ich möchte Gärtner erstmal mit dem unbekannten Gärtner kurz sprechen. Ich mache mal eine andere Ansicht. Ja, ich begrüße dich und erstmal danke, dass du hier bist und überhaupt, das gehört ja auch viel, jetzt ja teilweise auch noch laufender Verfahren, viel Eier dazu, hier überhaupt aufzutreten und mitzumachen. Ja. Wir haben ja auch einige Vorgespräche geführt und gesagt, ist das nur, wie machen wir das, auf welche Art? So. Wie ist es bei dir überhaupt zustande gekommen? Wie bist du da reingerutscht? Wie hast du Tim kennengelernt? Was ist dein Anfang gewesen? Ja, hallo erstmal. Hier sitzt wirklich einer. Danke, dass ich hier sein darf und hallo auch an die anderen. Ja, das war bei mir so, dass ich Tim über einen Kumpel kennengelernt habe. Der meinte, dass das halt alles letzten Endes safe ist und hat dann halt Tim irgendwann einfach mitgebracht mit Kameramann. Also das ging relativ spontan und schnell. Ja, und dann wurde hier halt das erste Video gedreht und das hat auch alles super geklappt und ich habe mich auch darauf verlassen, dass das halt dann mit dem Quellenschutz halt alles funktioniert. Und du freiwillig da vom ja, auf jeden Fall. Ich hatte da auf jeden Fall Bock zu, mir macht das Thema halt Spaß und mir ging es halt irgendwo darum, dass die Leute mal kapieren, dass völlig normale Menschen halt sowas machen. Es ging ja auch nicht um sich da irgendwie eine goldene Nase mit zu verdienen oder ein schönes Leben draus machen. Also es ging halt auch darum, dass ich einen Job habe und all so ein Krams. Und ja, das war halt so mein Hauptanliegen. Ja, und das Ganze ging halt weiter, als ich Tim auf Mary Jane mal wieder irgendwann getroffen habe. Wo er mich dann halt gefragt hatte, ob ich Bock hätte, wieder was mit ihm zu machen für sein neues Projekt. Und da habe ich dann natürlich auch zugesagt, ich helfe ihm da auf jeden Fall gern, dachte ich mir. Und ja, dann kam es halt dann zu den nächsten Videos. Ja, dann. Hast du dir in diesen Momenten mal so eigentlich darüber nachgedacht, dass es gefährlich ist oder so? Oder war das in diesen Momenten gar kein. Klar, ich bin da. War nicht.
Klar, ich mir da Gedanken drüber gemacht, so. Gab ein paar Dinge, die ich vorher ganz gern gewusst hätte von ihm, aber okay, lässt sich nicht mehr ändern. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich recht sicher gefühlt. Ich selber deale nicht und mache da halt auch sonst keine Geschäfte mit. Hab ein geregeltes Leben, einen guten Job und führe halt eigentlich ein völlig unauffälliges Leben. Und von daher bin ich davon ausgegangen, dass solange der Quellenschutz einigermaßen funktioniert, dass ich da überhaupt keine Probleme kriege. Was dann halt leider doch nicht so war. Und am 6. Februar 2019 standen dann irgendwann die Beamten morgens um 6 vor der Tür. 2020, oder? Entschuldigung. Entschuldige, 2020. Ja. Tut mir leid, bisschen durcheinander. Danke. Ja, genau. Bist du vorgewarnt worden? Nee, ich habe vorher überhaupt nichts mehr mitgekriegt von Tim, monatelang nichts gehört gehabt. Und ja, die haben mich dann erstmal morgens aus dem Schlaf geklingelt. Meine Gott sei Dank war ich zu Hause, ich hatte Urlaub den Tag. Aber war halt kein wirklich schönes Erlebnis so, ne? Ich habe selten so viel Besuch hier gehabt. Wahrscheinlich in dem Moment verstehen gehabt, wo die eingelaufen sind, oder? Ja, klar, war auf jeden Fall alles so weit wie immer. Alles im grünen Bereich. Ich hatte die Nacht vorher noch ein paar Pflanzen sogar geerntet. Hab denen quasi sogar noch Arbeit damit abgenommen. Ja. Okay. Bist du jetzt noch im schwebenden Verfahren? Hast du bereits eine Verurteilung? Mein Verfahren läuft noch, also beziehungsweise es ging noch gar nicht los. Ich warte halt noch auf meinen Gerichtstermin. Okay. Ich kann das irgendwie jetzt, also ich bin auch schon mal verpfiffen worden. Also ich kann das am eigenen Leib auch spüren, was da so für Emotionen und so auftreten. Was war da für dich erstmal so, was ging dir da durch den Kopf? Was ist da mit dir passiert in dem Moment? Ja, erstmal denkt man natürlich, scheiße, jetzt haben sie dich. Was dann natürlich auch der Fall ist, ne? Ich sag mal, wäre ich nicht zu Hause gewesen, hätten die auch schnell einfach mal meine Tür dann da eingerammt. Also die hatten ihre Dampframme da irgendwie dabei und standen quasi auf Anschlag, ne? Haben sich, glaube ich, richtig geärgert, dass ich zu Hause war. Ja gut, dann werden dir da irgendwelche Zettel in der Hand gedrückt, ne, wo dann halt quasi draufsteht, wieso, weshalb und warum. Morgens um 6 ist man dann natürlich völlig überfordert mit der ganzen Scheiße. Dann stehen da 8 Leute oder sowas um einen rum, okay, und starren einen an, während man da in Boxershorts sitzt. Hattest du hast du irgendwie Leute? Nee, ich wohne Gott sei Dank alleine in einem Mietshaus. Habe ich halt eine Wohnung, beziehungsweise eine Mietwohnung in einem Haus. Und also haben es praktisch mitbekommen dann aber. Und, ja, Nachbarn und so, die haben das auf jeden Fall gecheckt. Aber da ist soweit alles in Ordnung. Ich wohne noch in derselben Wohnung, ja. Weil zum Ausziehen, da hätte ich danach einfach nicht wirklich die Kraft gehabt. So, ne? Verstehe. Ist dir sowas zum ersten Mal passiert? Ich wurde schon mal mit einer kleinen Menge irgendwann von der Polizei erwischt, das ist aber über 10 Jahre her und da haben sie mich natürlich auch nicht gleich in U-Haft gesteckt. Also, nach diesem Vorfall in U-Haft gesteckt worden? Ja, nur ein paar Stunden, Gott sei Dank, aber okay. Das hat auf jeden Fall auch gereicht, war ein wichtiger Tag in meinem Leben. Echt, jeder will dir am liebsten die Arschbacken auseinanderziehen. Naja, und dann sitzt man da in so einer gekachelten Zelle, die zwar relativ groß war, aber irgendwie trotzdem nicht so schön. Abschließende Frage, beziehungsweise ich möchte dann kurz zum Wechseln und wir reden dann noch weiter. Ist bei dir alles einkassiert worden an Equipment und was ist da? Ja, die haben hier, die mussten hier ganz schön arbeiten auf jeden Fall. Die hatten bestimmt Muskelkater am Tag danach. Zelte, Lampen. Ich hatte Dünger in 5-Liter-Kanistern, weil es halt einfach günstiger war in der Anschaffung.
Das ist auch alles mit weg gewesen. Teilweise LEDs, die nicht in den Zelten waren, sondern einfach nur so irgendwo rumstanden oder hingen. Keine Ahnung, eine Rosin-Presse, natürlich mein ganzes Weed, die Behälter, wo das Weed drinne war. Und ja, eine Asbach-uralte Schreckschuss haben sie auch gefunden, 6 mm. Naja, mehr Platzpatrone als Schreckschuss, ne? Aber gut, das war dann für die der ausschlaggebende Grund wahrscheinlich, um mich in U-Haft zu stecken auch. Und ja. So. Okay. Kann erst mal also mit anderen Worten, du weißt jetzt also noch gar nicht, was kommt. Nö. Also es kam auch noch kein toxikologisches Gutachten von meiner Ernte. Und ja, man sitzt halt so irgendwie auf heißen Kohlen, hängt in der Luft. Das ist schon nicht so geil. Ja, Is, wie sieht es bei dir aus? Wie waren deine? Mich interessiert ja auch immer eigentlich, wie die meisten, ja, schreiben ein bisschen auf Facebook, keine Ahnung. Aber wie hast du Tim kennengelernt? Wie läuft das so? Oder wie lief es bei dir? Ich habe Tim kennengelernt. Eigentlich ganz witzige Story. Damals, als er noch keinen eigenen Kanal hatte auf YouTube und sein gerade erst am Starten war, haben wir uns über einen anderen kleinen unbekannten Kanal so beim Chatten eigentlich kennengelernt. Und er kam in ein Teamspeak, in dem Gärtner unterwegs waren, und hat da einige Gärtner kennengelernt, unter anderem auch mich. Und wir haben dann auf der Mary Jane uns getroffen, also mehrmals. Und ja, hatten eigentlich irgendwann sogar ein relativ freundschaftliches Verhältnis, so weit hingehend, dass ich bei seinem Online-Shop helfen sollte. Und ja, also genau. Ich war auch bei ihm zu Hause zu wissen. Beschäftigung fast so eigentlich. Genau, okay. Eigentlich, genau. Man hat immer mal wieder auch gesprochen, so wie es einem geht. Und kannte seine Freundin, kannte, ja, genau. Okay, und wie ist dann letzte, oder was ist bei dir passiert? Was hast du gemacht? Was war bei dir? Also bei mir ist es so abgelaufen, ich war das ganze Wochenende unterwegs in Kiel, habe da Freunde besucht. Zum Hintergrund, ich wohne in habe da gewohnt in Stuttgart, bei Esslingen, also Esslingen, Stuttgart, das gleich neben Stuttgart dran, und bin ganz nach Kiel hochgefahren gewesen, war das ganze Wochenende unterwegs, war relativ müde und kam um 7.06 Uhr auf den Hof gelaufen bei mir zu Hause und habe mich gewundert, dass da auf einmal so viele Mercedes standen. Und dann ist mir aufgefallen, oh, da stehen ganz schön viele Menschen vor dem Gebäude, da ist bestimmt irgendwas passiert. Dann wurde ich schon beim Namen gerufen und dann sind mir schon Menschen entgegengerannt, die dann bei näherem Hinschauen Westen anhatten und SEK-Beamten waren. Und ich wurde zum Beispiel direkt in eine Acht gelegt, also dort auf dem Hof. Zwischendurch. Hast du auch, wie der unbekannte Gärtner, da irgendwie angebaut mit dem Tim oder gefilmt oder so? Ich war jemand, also er wollte immer mit mir mal filmen, wir haben immer wieder drüber gesprochen, aber er war nie da, weil es hat immer irgendwie nicht gepasst, oder ich habe immer gesagt, nee, lohnt sich gerade nicht. Jo. Zum Hintergrund, zum Zeitpunkt der Durchsuchung hatte ich keinen Garten mehr, weil bei mir jemand durch Glocken geläutet hat, hey, irgendwas ist da bei Tim passiert. Und ich wusste ja, ich habe Kontakt mit Tim und das nicht auch auf allen möglichen Kanälen, also nicht nur irgendwie auf verschlüsselten Kanälen, sondern wir haben uns ja auch mal über WhatsApp oder so ganz normal verabredet. Somit war ich gewarnt. Aber die sind bei mir am, ich musste gerade noch mal nachgucken, 18. Mai 2020 eingelaufen. Also auch ein gutes Stück verspätet hinterher.
Ich habe ehrlicherweise schon nicht mehr mit denen gerechnet. Ich habe gedacht, okay, keine Ahnung, die haben nichts in mir, da kommt nichts. Aber ich habe auf keinen Fall mehr den Garten aufgebaut. Da war ich mir sicher, das sollte nicht passieren. Mhm. Genau. Das war ja, wahrscheinlich schon auch ein glücklicher Zufall für mich. Ja. Mhm. Aber sie haben trotzdem Hausdurchsuchungen gemacht. Und also ja, bei mir waren sogar ein paar mehr Beamte da. Ich glaube, Baden-Württemberg ist da anders drauf. Also die waren bei mir zu 12 plus 1, also 12 Beamte, also 4 spezielle Beamte, die auf dich aufpassen. Die anderen 8 haben Durchsuchungen gemacht und eine unabhängige Zeugin der Stadt war dabei. Also es war auf jeden Fall was los. Wie viel setzen die bei Terroristen ein? 50 oder 100 oder was? Ich habe keine Ahnung. Es war es waren sehr viele, so dass auch die Nachbarn wirklich mich sehr komisch angeguckt haben. Denn da ich ja erst 7.04 Uhr gekommen bin und wie wir wissen, klingeln die um 6, waren die schon mit einer Bohrmaschine an dem Schloss dran und hatten schon das Schloss aufgebrochen. Die haben mich dann nur wegen Fluchtgefahr direkt in eine Handschelle gelegt und mit reingenommen. Und auf meinen Tisch, also neben meinen Tisch hingesetzt. Weil sie hatten ja schon begonnen mit der Durchsuchung. Und dann durfte die waren schon dabei wohnen. Genau. Das Schöne war eben. Bist du in Urft gekommen? War da? Ja, also deswegen, ich sag ja, in Baden-Württemberg läuft es irgendwie wahrscheinlich doch ein bisschen anders. Also bei mir wurden keine Waffen gefunden, ohne Vorstrafen. Ich hatte während der Durchsuchung die Erlaubnis für 60 Gramm 20%iges THC, also Cannabis. Also ich durfte technisch so um die 10 Gramm reines THC zu Hause haben. Im Nachhinein bringt einem das gar nichts, aber da komme ich gleich vielleicht noch dazu. Also vor Gericht war das nichts wert, überhaupt gar nichts. Weil es nicht in der Form gefunden wurde, wie es in der Apotheke abgegeben wurde. Das war mein Genickbruch. Nochmal, also, bitte? Es wurde nicht in der gleichen Form gefunden, wie in der Apotheke abgegeben. Was bedeutet das? Die Richterin meinte, weil sie keine Blüten gefunden haben, sondern ausgepresstes Material aus meiner Rosenpresse, sagten sie, ja, das ist viel zu stark, sowas kriegt man in der Apotheke nicht. Das muss illegal hergestelltes Material sein. Scheiße. Na gut, so ist halt die bayerische Justiz. Da ist der Irrsinn noch mal 10-mal so hoch. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, die Baden-Württemberger, die haben auch Geld übrig, weil, wie gesagt, es waren so viele Beamten in einer Wohnung. Ich wohnte in einer 62 Quadratmeter Wohnung alleine. Ich wusste gar nicht, wo diese vielen Menschen, also hätte ich ein Haus gehabt mit Garten oder irgendwas, hätte ich es verstanden, aber es war auf jeden Fall richtig was los. Also die haben auch jeden Stein umgedreht, weil sie haben ja nichts gefunden. Also nicht genug. Und ich wurde verhaftet aus dem Grunde, dass man eine erkennungsdienstliche Maßnahme machen will mit mir. Ja. Und weil der Grund der Durchsuchung eine hohe Anschuldigung wäre. Also mir wurde da relativ viel angeschuldigt. Um es kurz zu machen, ich hatte am Ende zum Glück nicht alles auf meiner Liste stehen, dank Anwalt. Aber die Anschuldigung war so hoch, dass es gerechtfertigt hat, mich bis 21 Uhr am Abend da zu behalten. Da bin ich dann nach Hause gegangen. Also ich habe mir die Nacht zum Glück sparen dürfen dort. Mhm. Hast du jetzt schon eine Verhandlung gehabt? Oder? Ich bin schon verurteilt worden, ja. Und befinde mich gerade glücklicherweise in Bewährung. Hatte ich nochmal Glück. Also Staatsanwaltschaft hat am Ende für alles 3,5 Jahre aufgerufen. Ohne dass sie bei mir irgendwas gefunden haben, sondern das möchte ich auch gerne deswegen machen wir diese Sendung. Jetzt kommt es nämlich, Leute. Ich wurde verurteilt für Sachen und Bilder, die sie auf meinem Handy festgestellt haben, aus dem Jahre 2016 und 2017. Was? Also was, 3, 4 Jahre? Ja.
So, das war nicht mehr auf meinem aktuellen Handy, sondern die haben ja bei ihrer Durchsuchung alles mitgenommen, Leute. Und die haben irgendein altes Handy von mir gehabt, auf dem halt mein Löschen von irgendwelchen Bildern nicht in meinem Kopf war. Also auf diesem Handy existierten Bilder von meinen Gärtnerarbeiten. Ja, ich meine alles. Das ist ein uraltes Handy gewesen und es war auch in der Zeit, da habe ich irgendwie nicht so richtig darüber nachgedacht. Da war mir das egal. Es war auch kein einziges Bild mit mir, sondern mit meinem damaligen Ehering. Deswegen lasst eure Finger von diesen Bildern. Macht einfach nur, wenn ihr es nicht lassen könnt, macht nur die Bilder. Schwarze. Genau, weil irgendwo mal meine Hand, weil ich irgendeinen Größenvergleich oder irgendwas angefasst hatte, mein Ehering zu sehen war, wurde ich... Kann doch so zu erkennen sein, dass sie sagen, das ist der Ehering. Also sorry, auch das finde ich ja... Richtig. Dann konnte man, ja, und jetzt kommt das absolut Hammerharteste. Bei meiner erkennungsdienstlichen Maßnahme hat man ja Fingerabdrücke genommen und es war möglich, über die Forensik auf einem Foto, auf dem ich so mache, in dem Hintergrund ein Garten ist, da ist eine Hand, da ist ein Garten, Fingerabdruck, ich war dabei. Ich habe immer gesagt vor Gericht, dass ich nur die Fotos gemacht habe, es nie mein Eigen war. Mir wurden aber Sachen vorgelegt, wie wir haben geguckt, mit wie vielen Menschen du angemeldet warst an deiner Wohnadresse. Und dann haben wir den Stromanbieter gefragt, wie viel Strom du verbraucht hast. Und da haben unsere Spezialisten gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der darf auch keine Server haben, der darf keine Aquarien haben, der darf keine Waschmaschine. Der darf keinen Strom verbrauchen, der Junge. Ich bin Softwareentwickler. Ich habe zu denen gleich gesagt, also ich hab eine Klimaanlage und Server zu Hause gehabt. Die haben alles Mögliche hochgerechnet. Also am Ende wurde mir nur ein 1,5-prozentiger THC-Gehalt für das, was sie mir hochgerechnet haben von 2016 bis 2020. Also dafür wurde ich dann angeklagt, für die reine Menge THC. Also Leute, ich habe Fotos von 2016 von einem Garten gehabt, wo ein paar Pflanzen waren. Davon sind die ausgegangen, der ist so und so groß. Damit hat er so und so viel Absatz gemacht, so und so viel ist Eigenbedarf, was man in Baden-Württemberg als hohen Eigenbedarf sieht, glaube ich 10 bis 20 Gramm im Monat. Alles andere darüber muss er veräußert haben. Alles klar. Und sie wird so angeklagt. Deswegen wurde ich dann für, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, es waren ein paar Kilo mit 1,5% am Ende, das hat der Staatsanwalt gefordert. Wie kommt jetzt die hohe Strafe dabei raus? Weil du musst ja noch anderweitig verkauft haben oder? Nein, also wisst ihr wirklich, wie, also für diese hohe Strafe hat meine Anklage heißt wirklich in Strafsache zu gewerbemäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmittel und der Herstellung. Ist doch Wahnsinn, oder anhand von alten Bildern. Also, ja, das ist schon echt dürftig an Beweisen irgendwie. Ey. Ja, also ich hatte eine Richterin, die war genau gleich alt wie ich, also Ende 30. Und meine zwei Schöffen waren 61 und 74. Also ich hatte eigentlich Jackpot. Und drei Frauen, ne? Also nee, Moment, vier Frauen. Oh. Staatsanwältin, ja, Richterin, Schöffin. Also trotzdem unglaubliches Urteil, kann man wirklich nur sagen, eigentlich unfassbar. Und das Glück war, dass es auf 2 Jahre Bewährung, also ich habe die kompletten 24 Monate Bewährung bekommen. Und natürlich ist das nicht keine Strafe, sondern ich musste auch noch also ich möchte es nicht genau sagen, aber ein sehr hoher vierstelliger Eurobetrag an Auslagen, die ich einem Kinderhospiz jetzt überweise, in einem sehr hohen monatlichen Rate, dass es wehtut, hat sie gesagt. Zu meinem Verfahren möchte ich nur eins noch anmerken. Die haben bei der Durchsuchung ja einige Sachen gefunden und ich hatte das Glück, dass meine Durchsuchung komplett nicht mehr Gegenstand des Verfahrens war. Und das war während des Verfahrens. Denn die Richterin hat die leitende Kriminalpolizeibeamtin
und noch mal einen Polizist eingeladen, den ich gar nicht kannte. Und ich habe mich schon gewundert, warum. Weil der Anwalt meinte so, eigentlich machen die das nicht. Die mussten nämlich aussagen zu folgender Thematik. In meiner Durchsuchung, das hat mich nämlich sehr gewundert, in meinem Durchsuchungsbericht, das, was man unterschreibt, wenn sie dann gehen, da stand irgendwas von 31 Gramm Rohmaterial gefunden. Im Asservaten-Einlagerungsbericht stand was von 106 Gramm irgendwas. Im Labor kamen 21,3 Gramm an. Und das hat die Richterin die zwei Polizisten gefragt, wie das passieren kann. Wo der Rest ist und was sie damit gemacht haben und wie das auf einmal voll viel wird und dann wieder weniger und warum sie das... Fehler, das muss eingestellt werden. Ja, das ist, deswegen durfte das Aktuellste, nämlich das aus dem aktuellen Jahr, nicht verwendet werden. Die Sachen aus 2016, die eigentlich... Deswegen haben sie dich für 2016, 2017 verurteilt, praktisch. Ich fasse es ja nicht, ey. Die wollten nicht noch mehr eigentlich. Also, weil sie mir ja gesagt haben, mir wurde das gesagt, dass die Durchsuchung ansteht, deswegen hatte ich keinen Garten zu der Zeit. Weil ich habe angegeben, nee, ich bin Patient, ich brauche keinen Garten. Ich gehe zur Apotheke, da gibt es das. Und das hat die Richterin... Wenn du mir das sowas nicht selber erzählt hättest, glaubt man sowas eigentlich gar nicht, dass das sowas wirklich... Man denkt immer Gerechtigkeit so... Oder im Zweifelsfalle für den Angeklagten, aber nicht beim Cannabis. Nee, sie sagte ja auch zu mir, es handelt sich ja hier nicht um eine Kleinigkeit. Oh je, da bin ich ja gespannt, was das bei mir wird. Also, solange du nicht in Baden-Württemberg lebst, habe ich ein gutes Gefühl. Nee, da wohne ich nicht. Niedersachsen. Alles gut. Alles, was höher als dieser Weißwurst-Äquator ist, die sind drauf, wenn es um dieses Thema geht. Und wenn dann kein gewerblicher Verkauf dabei ist, ist es... Genau. Und wisst ihr, den gewerblichen Verkauf ist mir ja nur gesagt worden, nicht weil sie mir ihn irgendwo nachweisen konnten, sondern weil er durch die Hochrechnung, also durch das Material... Weil die einfach glauben, du kannst nicht so viel kiffen. Genau. Und dann habe ich der Richterin während des Verfahrens mein aktuelles Rezept über 120 Gramm gezeigt. Und dann habe ich ihr gesagt, also hier steht drauf, 120 Gramm, 21-prozentiges. Wenn ich das hochrechne, ist das ziemlich viel reines THC, das ich bei mir haben dürfte. Ja, nee, das sind übertriebene Rezepte und Rezepte gelten bei ihr eh nichts. Das Schöne ist, dass die zwei Schöffen das aber genau sehen wollten. Also die Richterin war so ein bisschen anti. Die Chefin wollten dieses Rezept gerne sehen. Also das war schön. Die haben das angeguckt und haben das... Und die waren auch gute 35 Minuten weg. Ne? Also die gehen ja sich beraten. Und dann darfst du ja warten. Die waren 35 Minuten weg. Also ich habe am Anfang, am Ende gedacht, alles, was lang dauert, ist nie gut. Genau. Also ich war wirklich, ich habe auf meinen Anwalt angeguckt und habe gesagt, dann sagt er so, ja, du musst die höchste Strafe, die nicht in die Haft geht, nehmen, die 24 Monate, plus die Kohle, die sie aufgerufen hat. Das alles ist andere, da muss man Sinn. Da muss man froh sein, dass man nicht hart verurteilt wird für etwas, was man eigentlich, was nicht mal da ist. Also auf höherem Schaden. Du, danke erstmal. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage. War das in erster Instanz? Also hast du irgendwie oder bist du in Revision gegangen oder irgendwas? Ich habe 3 Wochen lang überlegt wegen der Revision. Ich habe mit meinem Anwalt lang gesprochen und er meinte so. Hast eh keine Chance. Baden-Württemberg, das bleibt Land. Und das heißt, da kann dann nochmal jemand Falscheres sitzen und nochmal andere Schöffen, weil du kommst ja wieder von Schöffengericht. Und er hat gemeint, er sieht das als hart an, aber nimm es an. Und so habe ich die 24 Monate plus die sehr hohe 4-stellige Strafe genommen. Ja, oft. Alles klar. Oft hört man ja leider auf die Anwälte. Manchmal ist es vielleicht auch schlau, ich weiß es nicht immer. Ich habe meistens das Gefühl, dass die, also ich habe halt auch 2 Anwälte, also den ersten, den habe ich halt quasi wieder das Mandat entzogen, weil der irgendwie ein bisschen unsympathisch war. Und ich habe halt auch so das Gefühl, ja,
die nehmen das halt auch einfach nur noch so hin, wie es kommt, weil sie eh nicht gegen ankommen. Ja. Ja. Ah ja, natürlich. Du, das ist wie, ich sag mal, auf welchen Diktatur oder auf welchen Fast, ja, eigentlich schon. So, aber jetzt mal kurz zum Andi, den will ich nicht länger auf die Folter spannen. Gut, ich habe Zeit. Geduld hier. Mich interessieren ja die anderen Geschichten auch sehr. Also, wollte ich gerade sagen, es ist ja auch alles sehr interessant, wie es zustande gekommen ist und was eigentlich dabei rausgekommen ist. Und so sehen die Leute auch, was da für eine Spanne drin ist und was ist da für Konfuse und Fälle gibt. Ja, das ist ja Wahnsinn teilweise, ja. Andi, zu dir. Wie hat es bei dir begonnen? Wie bist du in die Geschichte reingeraten? Wie hast du Tim kennengelernt oder wie, was war? Ja, also Tim habe ich 2018 ungefähr in Ravensburg kennengelernt, über einen Kumpel. Er hat damals noch in Berlin gewohnt zu der Zeit. Durch den Kumpel war da halt eine gewisse Vertrauensbasis, denke ich mal, da so Vitamin B-mäßig vertraut man ja auch immer, wenn jemand kennt schon länger und so. Und dann dachte ich, ja, cool, passt. Und dann habe ich dem Tim halt auch schnell offenbart, dass ich anbaue und ich habe selber auch ADHS und kriege Privatrezepte. Kann mir die halt nicht leisten, so wie ich sie verbrauchen würde. Vorher schon oder jetzt erst? Die muss ich gerade überlegen. Ich hatte 2017 schon, das war zu dem Zeitpunkt, also einer der ersten, der ja Cannabis verschrieben bekam in Deutschland oder einer der ersten auf jeden Fall. Und bei mir kam es auch kurze Zeit später, weil ich kannte die Cannabis-Patientenszene, sagen wir mal so. Das sind halt so ein paar Leute aus Berlin, die halt relativ früh ihre Rezepte alle schon hatten. Und da bin ich halt mit reingerutscht, sage ich jetzt mal so, und habe dann auch relativ zügig in Berlin mein Privatrezept erhalten und Tim dann kennengelernt habe. ja, genau. Und dann er hat damals schon Videos gemacht mit Green Germany, glaube ich. Und ich fand die Sache ja schon höchst interessant und cool, was er da macht. Ja, und wollte auch irgendwie Teil davon sein. Und wir sind dann, also das war auch unser beider Idee. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er auf mich zugekommen ist und gesagt hat, yo, lass mal deinen Keller filmen. Also das war schon so, dass es in beidseitigem Interesse halt aufgekommen ist, sage ich mal. Ja, man findet ja auch so zusammen. Das ist ja, ja, ich habe mich da auch, wir haben gesagt, ich ziehe eine Maske auf, meine Stimme wird verstellt, ich muss mir da keine Gedanken machen bezüglich Sicherheit und Pipapo. Und da dachte ich mir, ja, okay, cool, er weiß, was er macht, also ich vertraue ihm da jetzt mal. Ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon eine Weile und wir haben uns dann auch auf der Mary Jane in Berlin öfters mal noch getroffen, ja, oder ein, zwei Mal auf jeden Fall da. Und da haben wir halt die Pläne so ein bisschen konkretisiert. Ich habe dann auch mitbekommen, dass er in den Süden runterziehen möchte zu seiner Freundin nach Ravensburg und hatte zu dem Zeitpunkt, also wir waren mehr als nur irgendwie Kollegen oder so, also wir haben schon viel Kontakt gehabt, wir waren zusammen auf verschiedenen Messen, ich bin da mit ihm hingefahren, also ich war sein Fahrer, ich habe, muss jetzt wahrscheinlich auch rausschneiden, also ich war eigentlich sein Handlanger für alles, sagen wir es mal so. Und, ja, den Growroom in Berlin habe ich auch mal gesehen. Ja, ich habe ihm beim Rollerschrauben geholfen. Also wir haben echt viel Zeit miteinander verbracht und für mich war das eigentlich ein absolutes Vertrauensding, dass ich mich darauf verlassen kann, dass da keine Rückschlüsse auf mich irgendwann zu finden sind. Ja, und ja sicher, wenn man das Anfang Vertrauen nicht hat, wird man ja bei sowas wahrscheinlich auch erst gar nicht mitmachen, ist ja klar, oder? Genau, eigentlich. Also ich dachte, das passt alles. Das ist ja bisher auch gut gegangen und naja, auf jeden Fall haben wir dann das Video bei uns im Keller gedreht und es war auch so, er kriegt ja auch Geld von den Videos, muss mir auch kein Geheimnis draus machen. Er ist ja ein Werbeträger, sage ich jetzt mal. Also ich habe ihn dann halt auch mal gefragt, ob da für mich auch was dabei rausspringt oder so, weil der Dreh in meinem Keller hat halt 8 Stunden gedauert. Ja, wir mussten 5-mal von vorne anfangen. Ich hatte die Maske die ganze Zeit drauf, ich habe kaum Luft bekommen. Also für mich war es sehr anstrengend auch. Und er hat dann irgendwie gemeint, wie unverschämt von mir, das hätte ja noch nie ein Gärtner gefragt, ob er da was davon abhaben könnte und so. Und dann dachte ich mir schon, okay, gut, lass stecken, scheißegal, lass uns das Video machen und dann trennen sich unsere Wege wahrscheinlich wieder. Also und wir haben uns halt dann schon während dem Dreh quasi öfters sind wir aneinander geraten, sage ich jetzt mal, weil wir halt Differenzen hatten. Und als der Dreh dann im Kasten war und das Video online war, dann habe ich eigentlich gesagt, das soll es wieder runternehmen, weil meine Stimme halt sehr eindeutig zu
erkennbar, sage ich jetzt mal. Also die Verzerrung war nicht so, wie ich es mir erwünscht hatte. Und er hat dann das Video aber nicht wieder runtergenommen. Und ich dachte mir, ja gut, dann leck mich am Arsch so auf die Art und Weise. Wirklich, also bei mir war dann das Maß irgendwann voll, weil ich habe halt viel versucht in der Hinsicht. Ich habe dann ihm auch mehrfach geschrieben, ich habe das auch schriftlich noch, können wir gerne einblenden, dass er unsere Nachrichten löschen soll. Er hat mir dann auch zurückgeschrieben, ja, habe ich schon gelöscht und so. Und ich dachte dann, okay, cool, muss ich mir wenigstens da keine Gedanken mehr machen, dass die irgendwie auf mich zurückkommen, ja. Und da habe ich mich halt getäuscht, weil bei mir hat es dann am 4. Februar 2020 morgens geknallt und bei mir haben sie nicht geklingelt, bei mir sind sie mit dem Rambock durch die Terrassentür und ich wurde selten in meinem Leben so unsanft aus dem Bett geholt und es war eine Sache von 5 Sekunden und dann lag ich schon auf dem Boden und hatte Handschellen an und war quasi schon fixiert. Das war ein ziemlich großer Auflauf auch bei mir, weil ich wohne halt in einem Einfamilienhaus und habe nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung untervermietet zu dem Zeitpunkt oben. Also ich hatte knapp 150 Quadratmeter und Keller, die sie noch zu durchsuchen hatten. Und da wurde da erstmal Verstärkung angefordert und dann haben sie meinen Grow-Room gefunden und dann wurde das THW angefordert, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt halt, muss ich sagen, da ich mit nichts aus dieser Videogeschichte rausgegangen bin, habe ich gedacht, fuck, jetzt mache ich noch ein Grow und damit ich da wenigstens ein bisschen was davon habe, weil ich hatte immer nur miese, ich hatte Stromrechnungen, wie blöd, ich bin nicht mehr hinterhergekommen mit den Rechnungen zahlen, ich musste einfach ein bisschen was verkaufen. Und dann hatte ich einen großen Grow am Laufen, am Schluss noch, weil ich dachte, fuck, jetzt noch diese eine große Grow und dann baust du alles ab. Und das war genau der Zeitpunkt, wo sie dann bei mir die Türe eingerammt haben. Und mein erster Gedanke war natürlich, fuck, wo ist der Durchsuchungsbeschluss, lass mich sehen, warum, wieso, weshalb und was lese ich da, Tim? Und dann ist für mich halt irgendwie eine Welt zusammengebrochen, weil ich in dem Moment wusste irgendwie, er hat meine Nachrichten nicht gelöscht, ja, er hat in der Hinsicht mich halt irgendwie belogen oder hat es verpeilt oder keine Ahnung, dumm bei mir halt, dass bei mir gab es einen Golfschläger, einen Baseballschläger und eine Machete, die im Haus gefunden wurden. Ich muss dazu sagen, mit der Machete habe ich tatsächlich im Garten schon Gartenarbeit gemacht. Mit dem Golfschläger habe ich hinter der Wiese schon Bälle abgeschlagen. Und mit dem für den Baseballschläger gibt es tatsächlich einen echten Baseballhandschuh und auch einen Baseballball. Aber das hat die Polizei nicht interessiert. Die haben nur die Waffen mitgenommen. Waffen in Anführungszeichen. Und ja, genau. Das THW hat die Plantage mitgenommen und ich musste mit aufs Revier. Mir hat man noch Blut hat man mir noch abgenommen im Krankenhaus, dann hat man Fingerabdrücke, das ganze Programm halt. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin auch Ersttäter, also weiße Weste. Und dann durfte ich glücklicherweise abends so um 6 wieder nach Hause, weil ich einen festen Job hatte. Also ich musste nicht in U-Haft, ja. Ich hatte einen festen Wohnsitz und einen festen Job. Das heißt, hättest du keine Arbeit gehabt, wärst du wahrscheinlich abgegangen. Ne? Genau, ja. Oder zumindest für eine kurze Zeit, aber das halt bei mir ersichtlich ist, ich muss morgen wieder auf Arbeit, muss ich heute auch wieder nach Hause. Ja, in der Zwischenzeit war noch ein Schreiner da, den hat die Polizei organisiert, der hat die Türe repariert, da hat eine Holzplatte eingebaut, da kam dann noch eine Rechnung über 300 Euro, aber das war noch die geringste Rechnung, sag ich mal, also es hat dann erstmal ein Jahr gedauert, bis überhaupt wieder irgendwas passiert ist, ja, also ich habe mir dann in der Zwischenzeit gedacht, ah, das geht schon alles gut, habe mir dann in der Zwischenzeit auch leider 3 Anwälte ausgesucht, der erste, der war mir auch unsympathisch, habe ich das Mandat wieder entzogen. Der zweite, der war noch recht jung, der meinte, das ist, übersteigt vielleicht seine Kompetenzen. Er will mir gar nicht. Also er hat zu mir gesagt, er hat so große Fälle irgendwie noch nicht verhandelt und er rät mir da nahe, er legt mir nahe, da einen Anwalt zu nehmen, der da mehr Erfahrung hat im Strafrecht quasi. Ja, ist aber ehrlich zumindest, ja. Also das ja, gut, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, gut, dann was bleibt mir anderes übrig? Habe ich mir einen Spitzenanwalt gesucht in Hamburg. Der hat allerdings einen Stundenlohn von 300 Euro plus Steuer. Und oh, der hat alleine. Ja, aber wie, jetzt mal ganz ehrlich, wie hast du gedacht, nimmst du einen Kredit auf dann oder was? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich hatte noch, ich muss dazu sagen, ich habe ja einen Job und ich habe auch eigentlich gut Geld verdient in meinem Job. Ich hatte auch Trinkgelder zu dem Zeitpunkt. Ich musste halt dummerweise mein Trinkgeld immer auf mein Konto einzahlen, um die Rechnungen zu bezahlen, die da reingekommen sind. Und da mich jetzt die Polizei gleichzeitig mit dem Cannabis erwischt wird, hat und anhand meines Stromverbrauchs, den sie auch abgefragt haben, haben sie die letzten 2 Jahre abgefragt. Und es war halt ersichtlich, dass ich die letzten 2 Jahre quasi Cannabis angebaut habe.
Und gleichzeitig in diesem Zeitraum gingen auch Bareinzahlungen auf mein Konto ein. Und dann kann es natürlich nur sein, dass es aus dem Verkauf von Cannabis stammt. Wobei tatsächlich nur ein Drittel oder die Hälfte davon aus dem Verkauf von Cannabis stammt. Ich habe noch mit Möbeln gehandelt nebenher und habe noch einen Ebay-Shop gehabt. Also da kam von überall irgendwo kam Geld rein. Ja, aber die Bareinzahlungen und der Stromverbrauch und so haben auf jeden Fall ausgereicht, um nachzuweisen, dass ich anscheinend seit über 2 Jahren dort einen lukrativen Anbau betreibe. Ach du Scheiße. Genau, und in Kombination, also die Akteneinsicht und so beim Anwalt, das hat alleine 6.000 Euro gekostet und dann die weitere Verhandlung, es kam dann die Anklageschrift und da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen, weil in der Anklageschrift stand, ich bin dran wegen bewaffnetem Drogenhandel in nicht geringer Menge in 5 Tateinheiten zu einer Strafe von mindestens 5 bis 15 Jahren. Fuck. Und da bin ich halt vom Stuhl gefallen. Sag mal, was, das ist, also ich denke immer nur, Vergewaltiger oder Mörder kriegen solche Strafen. Das ist nicht ja, mal, nicht mal. Die nicht. Ja, es ist halt wirklich. Und vor allem, das sind ja wirklich Gegenstände, die eigentlich jeder irgendwie zu Hause hat, einen Baseballschläger oder einen Golfschläger, ganz ehrlich. Also wenn du ein großes Haus hast, dann steht sowas irgendwo rum. Kannst du mir nicht erzählen. Stell dir mal vor, du hättest eine Kettensäge gehabt. Ja, habe ich sogar. Hat sie aber gar nicht interessiert im Keller. Ah, okay. Nee, es war nur, weil die Gegenstände waren so an meinem Eingang positioniert, dass jeder, der bei mir zur Plantage gegangen ist und zurück an diesen Waffen zwangsläufig vorbeigelaufen ist, und die habe ich da extra zur Einschüchterung platziert. So war die Argumentation des Richters. Und das ist eindeutig bewaffnetes Handeltreiben. Genau. Und dann dachte ich, gut, als ich die Anklageschrift bekommen habe, dachte ich, fuck, jetzt brauche ich einen richtig guten Anwalt und der wird bestimmt auch richtig teuer. Also habe ich alles verkauft, was ich irgendwie hatte. Ich war eigentlich begeisterter Mountainbiker. Ich hatte 3 Fahrräder. Ich habe 2 meiner Fahrräder verkauft. Ich habe ein Auto wieder verkauft, ich habe wirklich alles verkauft, um irgendwie das Geld zusammenzukratzen, habe mir von meinen Eltern 7.000 Euro geliehen und das irgendwie, habe halt alles Geld auf diese Verteidigung gestützt, ja, weil der Anwalt hat auch zu mir gesagt, ach, bewaffnetes Handeltreiben, die spinnen ja, das ist so der typische bewaffnete Koks-Dealer aus Miami, weißt du, den meinen die damit. Und dann dachte ich so, okay, klingt plausibel, Anwalt boxt mich da raus, dann habe ich das Geld halt irgendwie alles locker gemacht und das dem Anwalt alles zugeschoben. Und dann war die Verhandlung und der Anwalt konnte halt überhaupt gar nichts für mich tun, überhaupt gar nichts. Also erst hat das Gericht mir so einen Deal vorgeschlagen, ich soll 3 Jahre in den Bau, 3 Jahre, 8 Monate. Dann habe ich gedacht, nee, was spinnt ihr komplett? Ich bin Ersttäter, ja, ich bin Patient. Ich habe eigentlich ja angebaut aus rechtfertigendem Notstand, weil ich es mir nicht leisten kann, meine Medizin in der Apotheke zu kaufen. Gut, ich habe natürlich, muss ich dazu gestehen, ich habe mehr angebaut, als notwendig war. Ich bin ein technisch sehr affiner Mensch. Ich habe halt... Man weiß doch nie, was passiert immer. Vielleicht geht da die Hälfte ein wegen Schimmel oder was ich. Hatte ich auch. Ich hatte Wurzelläuse und ganz viele Spinnmilbenprobleme und andere Schimmel, Mehltau. Also ich hatte wirklich mit allen Schwierigkeiten zu kämpfen, die man vorstellen kann. Ja. Und die Hochrechnungen vor Gericht, die waren einfach eine Frechheit. Ja. Die haben ja 122 Pflanzenmilbe gefunden. Davon waren aber bestimmt 15 Muttis, die eigentlich hätten ja niemals blühen sollen. Aber das wird einfach hochgerechnet, ja. Ja. Also das hätte dann so und so viel ergeben und das hätte ich dann wieder verkauft und das ist eindeutig strafbar und so. Und da dachte ich mir, hey, kennt ihr den Film Minority Report, wo man für Pre-Crime bestraft wird? Ja, ja. Genau da befinden wir uns doch, dachte ich mir. Genau da befinden wir uns. Auf jeden Fall konnte der Anwalt halt gar nichts für mich tun. Er hat mir geraten, den Deal abzulehnen. Wir handeln dann noch was Besseres raus und die Staatsanwaltschaft war dann irgendwie angepisst, dass noch ein weiterer Prozesstag angesetzt werden muss. Und summa summarum habe ich dann 4 Jahre und 3 Monate bekommen, ohne Bewährung, nichts. Als Ersttäter in Deutschland, weil ich 2 Kilo Gras verkauft habe. Das muss man sich mal vorstellen. Angeblich also verkauft. Ja, ich habe es zugegeben. Ich habe ein Geständnis abgelegt. Ich war geständig, ich war einsichtig, ich war sehr kooperativ. Man hat zu mir auch gesagt, je kooperativer, desto besser. Der Richter hat auch zu mir gesagt, Sie haben ja eine weiße Weste, Sie haben ja nur mit Cannabis gedealt. Und dann sagt er 4 Jahre, 3 Monate. Und dann dachte ich, will der mich verarschen? Was ist denn los? Also, was hätten dann, also mir wurde 31 angeboten für ein bisschen weniger, oder? Ja, das haben sie mir auch angeboten beim Verhör auf der Polizei. Aber
Klär das mal kurz, bitte. Was für ein Ehrenmann wäre ich denn dann? Also 31er kommt nicht in Frage. Und wer einigermaßen Eier in der Hose hat, der lässt sich dazu auch nicht überreden. Also, um das auch mal für Außenstehende zu erklären, was 31 bedeutet. Es gibt einen Paragraphen, der besagt, dass wenn du andere Leute anpfeifst oder verrätst, dass dann dein Urteil milder ausfällt. Aber lasst euch bloß nicht auf so eine Scheiße ein. Nee, bei mir gab es auch eigentlich nicht wirklich wen, wo ich einen 31er hätte machen können. Ein Kumpel wurde halt von mir noch leider gebastet. Komischerweise erst ein halbes Jahr danach. Was mir halt auch ziemlich leid tat und nah kam. Aber ansonsten ist da halt nichts weiter groß passiert. Also meine Chats, die waren halt im Großen und Ganzen sauber. Ja, meine auch. Also mein Handy wurde genauso beschlagnahmt und da gab es keinerlei Hinweise auf irgendjemanden. Also keiner meiner Freunde hat Besuch bekommen und ich habe sehr vielen Leuten Pflanzenbilder verschickt und sonstige illegale Dinge am Handy gemacht und ich lösche das auch immer jeden Abend. Es ist auch einfach wichtig, dass man sich hinsetzt und diese Dinge bewusst löscht, täglich, wöchentlich, dass man keine Updates, Nachrichten-Updates auf seinem Handy speichert und diese ganze Quatsch, das bricht einem alles das Genick irgendwann. Ganz genau. Also, ich muss jetzt nochmal da eingreifen, weil du klingst hier, du siehst auch irgendwie so entspannt aus, als wenn, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, ja. Also wenn ich 4 Jahre oder wüsste, ich muss jetzt 4 Jahre weg, Alter, für eine Pflanze, ich würde ausrasten, ich habe keine Ahnung, wie es ist. Ich erzähle gerne noch kurz ein bisschen weiter mit dem Urteil des Landgerichts, habe ich mich natürlich nicht zufrieden gegeben, bin dann in Revision gegangen, was mich weitere 12.000 Euro gekostet hat. Der BGH hat dann relativ schnell entschieden, dass die Revision als unbegründet verworfen wird. Das Gericht in Ravensburg liegt völlig richtig mit ihren Auslegungen und mein Urteil ist somit rechtskräftig. Und dann nochmal 3 Wochen später kam der Brief, jetzt Ladung zum Haftantritt, und den konnte ich jetzt nochmal auf 4 Wochen rauszögern bis Mitte Dezember. Und also hättest du eigentlich nächste Woche antreten müssen zu deiner Haft. Ja, genau. Wann war die erste Verhandlung bei dir? Ein Dreivierteljahr nach der Hausdurchsuchung, also im Oktober 2020. Okay, also noch im selben Jahr auch. Ja, war eine Verhandlung und dann ging das mit der Revision irgendwie. Das hat sich bis jetzt gezogen auf jeden Fall. Also das ging dann noch ein Jahr weiter. Ja gut, aber die erste Verhandlung sagst du ein Dreivierteljahr ungefähr. Ja. Auch krass, ey. Bei mir ist es über ein Jahr nach Hausdurchsuchung bis Verhandlung. Ich habe gerade auch noch mit. Ja, bei mir jetzt ein und ein Dreiviertel bald. Am 6. Februar sind es 2 Jahre. Ich kann dir auch sagen, warum, weil da ja Nachmaßnahmen passieren. Also ich habe gerade mal so einen Ordner hier in die Hand genommen, weil ihr ja alle sagt, bei euren Freunden ist nichts passiert. Das ist gut. Warte mal, ich habe mir da irgendwo was reingelegt. Genau, das hier sind Freunde. Meine Mutter wird erkennungsdienstlich, meine Schwester, alles. Ich kann es euch zeigen. Also die haben sogar meine Schwester, ja, gut, und meine Mutter. Die durchleuchten halt erstmal jeden, den sie auf deinem Handy irgendwie finden und alles. Ne? Yep. Richtig. Sämtliche Telefonnummern. Und du kannst auch Unverhängliches schreiben. Also die haben Freunde von mir. Wegen Unverhängnichkeiten, also das sind ganz normale Gespräche gewesen, das wurde als Slangs, also ja, die haben alles dran gedichtet und haben die alle eingeladen. Also ich hatte danach auch wirklich einen sehr ausgedünnten Kreis um mich. Glaube ich. Jetzt möchte ich nochmal, wo ihr jetzt alle eure Geschichte erzählt habt, und ich wollte mich wirklich nochmal bei euch bedanken, dass ihr diesen Mut aufbringt und auch, dass ihr wirklich darüber anderen erzählt. Das will ja, viele wollen darüber gar nicht reden und sagen, das ist mir scheiße und gut, ich muss das verarbeiten. Und auch Tim hat mir gesagt, Mario, mir geht das so auf den Sack. Ich habe, glaube ich, ich habe meine Strafe abgesessen, ich wollte keinem was. Es war nicht meine Absicht. Aber irgendwie will ich auch das Thema langsam vergessen und mich damit nicht mehr beschäftigen. Ja. Und ich verstehe absolut beide Seiten. Aber trotzdem möchte ich euch jetzt nochmal fragen, was habt ihr gefühlt? Wie ging es euch, wo ihr das Video mit Micha jetzt zum Beispiel gesehen habt? Wie ging es euch da? Was ging euch da durch den Kopf? Wer fängt an?
Herr Marc. Unbekannter Gärtner. Okay. Ja, wie soll es mir da schon gegangen sein? Also erst mal, ich mich natürlich gefreut, dass Tim letzten Endes auch wieder draußen ist. Ne? Also ich sag mal, wegen Gras sollte keiner mehr ins Gefängnis gehen, einfach. Einfach oder für gewaltfreie Verbrechen im Allgemeinen. Nee, es ist völlig übertrieben, was da halt abgeht. Aber klar, so manche Sachen, die waren halt, ja, ging dann halt doch schon nah. Ne? Ich sag mal, was er halt da so zu seinen Streamer-Chats gesagt hat, das stimmt halt zum Beispiel nicht so. Das wäre halt die Akte zwischen ihm und mir, was nur Threema ist. Anders habe ich halt nicht mit ihm kommuniziert. Das hat er halt ewig nicht gelöscht. Das war halt schon ganz schön scheiße. Und ja, kommen halt ein paar Gefühle wieder hoch, sag ich mal. Ne? Aber Leben geht irgendwie weiter und da kann ich ihn auch verstehen, dass er da irgendwie jetzt weitermachen will. Ja, letzten Endes ist es cool, dass er in Österreich da oder so jetzt seinen Job da hat irgendwie, oder in der Schweiz, ich weiß es nicht genau. Ja, mehr in der Schweiz. Und dass er halt da irgendwie, na, über Umwege letzten Endes noch einen Job in der Szene halt festgekriegt hat. Aber ja, die anderen, die gucken halt noch in eine Röhre irgendwo, ne? Das, aber da kann er ja letzten Endes auch nichts für, dass der Start halt so scheiße langsam ist, so, ne? Ich sag mal, dass bei mir, das wusste er ja letzten Endes bis zur Messe gar nicht, dass bei mir noch nichts passiert ist. Jo, ich genau. Okay. Andi, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe mal den Ordner gerade hergeholt. Es sind 5000... Nee, wie viel hat er? Ich weiß nicht, 5000 Nachrichten oder so haben sie gefunden auf seinem Handy von mir, Threema und WhatsApp. Wobei er ja gemeint hat, er hat alle Threema-Nachrichten gelöscht. Aber ich glaube, hier sind alleine 500 Seiten Threema-Chat, die auf seinem Handy gefunden wurden. Und da frage ich mich halt erstens, wieso schleppt man das mit sich rum? Und wieso ignoriert man die Bitte eines damaligen Freundes. Das ist dann schon krass, ey. Diese Nachrichten bitte zu löschen. Und er sagt dann, ich habe sie gelöscht, aber er hat überhaupt nichts gelöscht. Und da finde ich, ist halt, das finde ich irgendwie komisch. Aber du, ihr könnt, na ja, gut. Wir wollen jetzt ja auch keinen Prozess führen. Ich glaube, das würde zu weit führen. Aber ich verstehe und ich wollte auch nur wissen, wie du dich dabei gefühlt hast. Und ich glaube, ja, ich verstehe. Also. Yves, wolltest du noch was zu sagen? Also genau das Thema, was die Jungs angesprochen haben, nämlich das mit Threema, das ging mir auch. Also ich habe mich nicht so wohl gefühlt bei dem ganzen Interview, aber das ging mir nämlich auch nahe, weil auch ich habe niemals Threema-Nachrichten von irgendwas noch länger als danach, nachdem ich sie gelesen habe. Und ich habe hier in meinem Ordner auch genug gekriegt. Und das war auch so ein bisschen was. Und auch so, mich hat auch ein bisschen gestört, wirklich. Vielleicht war es einfach, sollte es nicht Thema dieses Interviews sein, aber auch ein bisschen so, es kam mir so ein bisschen vor, wie er hat da schon eine große Distanz zu dem Thema gewonnen. Also einfach, für mich war das irgendwie so ein Beisatz und dann war das okay, aber es war für mich nicht irgendwie so, ja shit, da ist wirklich irgendwie... Da ist was kaputt gegangen vielleicht bei manchen Menschen dadurch. Das kam mir irgendwie zu wenig rüber. Also ich weiß, wenn man selber der Auslöser ist, möchte man dann nicht drüber sprechen. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber das kam mir irgendwie so ein bisschen zu wenig rüber. Das kam mir irgendwie so alles wie, jo, jetzt geht's halt einfach weiter. Es war nur ein kleiner Schluck auf und alles ist cool. Verstehe. Habt ihr denn mal wieder persönlich mit ihm gesprochen? Er hat keinen Kontakt zu mir gesucht und nein, ich habe, nachdem ich was gehört habe, alles von ihm entfernt. Auf meinen Handys wurde wenig zu ihm gefunden, nämlich nichts. Ja, also ich habe ja, nur nichts, wenn bei dem anderen noch viel gefunden wird. Ne? Ja, ich habe ihn mal kontaktiert über Instagram und habe ihn gefragt, wie es ihm jetzt eigentlich damit geht oder wie es sich anfühlt, so viele Leute in die Scheiße geritten zu haben, weil, soweit ich weiß, wurden ja bei diesen 8 Hausdurchsuchungen wieder Beweismittel gefunden, was zu weiteren über 20 Hausdurchsuchungen in Deutschland gereicht hat. Also das ist ja nur der Anfang einer Kette, die damit ausgelöst wurde an
Verfolgung von Menschen und da hat er einfach gemeint, ich sei ja so oder so ein Narzisst und selbst schuld, weil ich ihm die Bilder alle geschickt habe und so, aber es war ja so, wir waren ja Partner, verstehst du, wir haben, ja, er hat mir Bilder geschickt, ich habe ihm Bilder geschickt, also wir waren auch Kumpels. Und man muss schon sagen, keiner hatte irgendeinen anderen gezwungen, Bilder zu schicken. Kann man schon sagen. Ja. Das ist schon so. Also ich habe Bilder freiwillig aber ich geschickt und er sich natürlich auch. Genau. Ja, ja, sicher. Aber dazu wird vielleicht wahrscheinlich hoffentlich auch noch selber kurz äußern am Schluss. Ich habe ja persönlich getroffen halt so, ne? Auf der Messe, was letzten Endes mehr ein Zufall war, als ich schon gerade auf dem Weg ins Hotel eigentlich war. Ja, er hat sich halt letzten Endes dann... Dieses Jahr? Ja, auf der letzten Mary Jane. Extra nicht zur Messe, weil ich nicht wusste, wie ich reagiere, wenn ich auf ihn treffe. Ja, gut, ich habe letzten Endes gar nicht damit gerechnet, dass er dahin kommt. So, ne? Also das war eher mein Gedanke und auch eigentlich der von den meisten anderen Leuten, die ich so kenne. Und es war dann halt auch, wie gesagt, eher ein Zufall. Ja, ich bin dann halt hin. Erst hat er mich gar nicht erkannt wegen Maske und allem drum und dran, ne? Hat dann halt alle stehen und liegen gelassen und dann waren wir halt erstmal quatschen so. Also ist halt irgendwie immer noch so das Beste eigentlich. Ja, natürlich. Und klar, er hat sich halt entschuldigt und dass es ihm leid tut und alles Mögliche, ne? Gut, macht's nicht ungeschehen, aber. Nein, natürlich nicht. Du, es macht, und das finde ich auch, das ist so das Wichtige an dieser Sendung. Weißt du, Menschen machen Fehler. Das passiert nun mal, ja. Dass solche Konsequenzen daraus entstehen, das ist natürlich fatal. Das ist richtig fatal, traurig. Das macht Leute wütend. Wenn ich den Andi, also das ist ja Wahnsinn, ja. Das ist ja echt ein Wahnsinn. Klar, ey. 4 Jahre, 3 Monate finde ich halt eine Frechheit, weißt du, ich habe noch nie irgendwie jemand was getan in meinem Leben, ich bin auch nie auf die Idee, wäre ich gekommen, meine Plantage mit Waffengewalt zu verteidigen, Gewalt ist mir fremd, verstehst du, Gewalt gab es in unserer Familie nie und die Unterstellung, ich würde einfach mit dem Golfschläger, also ganz ehrlich, also wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, jemandem weh zu tun, dann kann ich ihm auch mit der Schere in den Hals stechen, ja, dann muss ich doch mit dem Golfschläger nicht ausholen. Also, ja, das ist schon irre, was sie da einmal alles vorwerfen, ne? In meiner Untersuchungsliste war eine Holzbrett. Das war noch eingeschweißt aus dem Baumarkt. Holzlatte. Alle meine Küchenmesser. Ne? Also nur, die nehmen alles. Die Hauptsache, sie haben was. Die wollen dich einfach richtig fertig machen. Mit allem, leider, was ihr Gesetzbuch hergibt. Das ist einfach so. Worauf ich nochmal zurück wollte, was für mich jetzt wichtig ist, auch in dieser Sendung. Wir wollen ja, dass das anderen nicht passiert. Das, ja, es ist schön, jeder will so gerne seine Pflanzen zeigen und ach, schau mal, wie schön ich growen kann. Und ja, verstehe ich. Ihr kennt meine Videos, ich habe auch schon so Sachen gemacht. Am besten man fährt dafür nach Spanien oder wie auch immer. Wurscht. Nochmal, was mir jetzt ganz wichtig ist und worüber ich mit euch auch jetzt nochmal reden will, hat ihr zum Beispiel der E-Fire seid eine sichere Person und haben die bei euch, was ihr gelöscht habt auf dem Handy, konnten die da irgendwas finden? Habt ihr auch die verschlüsselten Nachrichten? Wurde da was als Beweismittel genommen? Oder also bei mir auf dem Handy, das, bei mir wurde in diesem Auswertungsbericht für viel Geld von meinem Handy festgehalten, dass sie in nur WhatsApp und SMS-Nachrichten auswerten konnten und Instagram. Alle anderen Sachen haben sie nicht durchsuchen können, nicht öffnen können. Also da waren noch andere Messenger auf meinem Handy. Die konnten sie alle nicht öffnen. Die anderen wurden durchsucht. Also WhatsApp wurde durchsucht und die SMS. Und es werden auch alle deine Handysicherungen durchsucht. Jedes Bild, alles. Die stellen alle findbare Durchsuchungen, Sicherungen von WhatsApp von allem wieder her. Genau, weil das ist meine Frage und da will ich auch eure Erfahrungswerte haben, weil manche sagen, naja, egal ob der Tim jetzt die Fotos gelöscht hätte oder nicht, die hätten das feststellen können, so, ja. Ist das so? Bei mir war es so, dass die wenigen Folgeermittlungen, die halt durch mein Handy entstanden sind, auch nur über WhatsApp-Chats stattgefunden haben. Also ich hatte halt auch Streamer drauf. Das war allerdings anscheinend gut genug gesichert.
Und da sind sie halt nicht rangekommen, ne? Sonst wäre die Lawine bei mir halt auch noch ganz, ganz dolle weitergegangen. Okay. Ja, bei mir war es die Kombination aus Nachrichten, die wir hin und her geschickt haben, Bargeldeinzahlungen und Stromverbrauch. Und der Anbau war quasi erwiesen für die letzten... Okay, aber der Stromverbrauch, der wird ja erst festgestellt, wenn überhaupt mal Ermittlungen, die müssen ja irgendwie erstmal irgendwo anfangen. Das heißt, wären diese Mitteilungen auf dem Handy nicht gefunden worden. Mir geht es darum, wie können sich die Leute am besten schützen. Am besten natürlich, indem sie gar kein Handy haben. Am besten nicht in Deutschland anbauen. Ich wollte gerade sagen, nicht in Deutschland anbauen oder dann wirklich kein Handy haben. Aber auch, glaube ich, kein Handy haben schützt einen nicht, weil dann ist jemand anderes bei dir und hat ein Handy. Oder das, ja. Ja, persönlich also, unterhalten, so wie früher. Ich meine, gar keine Informationen, digitalen Informationen entstehen lassen. Da geht's ja. Das ist der Grundschlüssel. Das glaube ich auch. Man sollte einfach seine Lieblinge einfach nicht verschicken, beziehungsweise nicht mal für sich selbst aufbewahren. Also ich hatte ja Bilder, die nicht verschickt wurden, sondern Sie haben ja Bilder bei Tim gefunden, aber auch Bilder auf meinem Uralt-Handy, das ich nur für mich, für meinen Privatgebrauch mir Fotos gemacht habe, die haben ja auch mit das Genick gebrochen. Also einfach macht keine Fotos davon. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Aussage. Und wenn, dann irgendwo ohne EXIF-Daten hochladen und dann die Ursprungsdatei gleich wieder löschen und so. Also ich meine, man kann es schon sicher machen, aber da muss man auch hinterher sein und muss auch die ganzen Mechanismen verstehen und also... Ja, und da hört es dann halt bei den meisten Leuten schon wieder auf. Ja, und ich glaube... Und auch zu jedem Zeitpunkt, auch wenn du mal morgens total müde bist und irgendwie gar nicht dran denkst und ein Bild von irgendwas machst. Also du musst es halt ständig immer dauernd machen. Ja, richtig. Es gibt ja Messenger, die machen, wo du irgendwie automatisches Löschen einstellen kannst, so, oder... Sollte man auf jeden Fall eher zugreifen. Und auch bei Messenger, wo man automatisches Löschen einstellen kann, immer darauf achten, dass das wirklich für beide gilt. OpenMind hat da ein sehr gutes Video auf YouTube dazu gemacht, Schleichwerbung für OpenMind. Und danke an OpenMind an dieser Stelle. Der hat nämlich ein super Video, wie die Polizei nicht in dein Handy kommt, gemacht. Ja. Alles klar, gucke ich mir an. Es ist einfach wichtig, sich selber vor solchen, man sieht ja, weißt du, wenn das wenigstens jetzt wäre und sagt, okay, ich muss da irgendwelche gefährlichen Bilder vom Bomben bauen oder was verstecken, aber ich bin auch so ein Typ, ich habe halt Bilder, ja, ich lade mir jetzt 4 Bilder runter von irgendeiner spanischen Pflanze, weil ich die Bilder geil finde, die Blütenbilder, ja, habe die auf meinem Rechner und irgendein Richter sagt dann, ja, die hast du angebaut, hä? Ja, aber wenn du Pech hast, passiert das dann aber. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt also Bilder auf meinem Rechner habe von irgendwelchen Frauen, die ich sexy finde, habe ich die alle vergewaltigt oder was? Das ist doch, sorry, aber was ist denn das hier für ein Rechtssystem? Das sind doch, Dank. Da verstehe ich die Welt nicht mehr über sowas, ja, und also mich nochmal, wenn man so Geschichten von euch nicht hören würde, man würde es ja gar nicht glauben. Ich habe gesehen, das sind 93,8 Gramm in der Schüssel und da die Kommastelle nicht zu sehen ist auf dem schlechten Polizeifoto, hat der Richter einfach 938 Gramm daraus gemacht und hat halt aufgrund dessen dann gesagt, ja, kein Witz, jeder Idiot weiß, eine Feinwaage hat eine Kommastelle, ja. Und da war 938 abgebildet und es war eine kleine Edelstahlschüssel. Ja. Und hat er keinen Rechtsanwalt oder du da Einspruch eingelegt oder irgendwas? Oder? Ja, der Rechtsanwalt konnte da nichts machen. Ich habe da noch ständig reingerufen, Entschuldigung, das sind nur 93,8 Gramm. Da hat er gesagt, Sie sind jetzt still und hat mich halt mundtot gemacht, der Richter. Also er hat einfach behauptet, das wären 938 Gramm auf diesem Bild zu sehen, aber es waren nur 93,8 Gramm. Na super, ey. Eine Frechheit. Und die nächste Frechheit, irgendein Polizist hat anscheinend dem Richter glaubhaft gemacht, dass ich beim Zugriff mit dem Rambock nach einer Waffe gegriffen hätte. Und das ist einfach eine bodenlose Frechheit, das ist eine Lüge und eine Falsche. Aber ich finde es auf jeden Fall hart, dass hier Menschen einmal wegen Indizien verurteilt werden, wegen irgendwelchen Bildern. Gewaltfrei, Indizienfrei.
oder wie Schwerverbrecher wie du hier verurteilt werden, wo ich denke, weißt du, irgendwelche Katholiken, die Kinder ficken oder was auch immer, die kommen straffrei. Leute, die Regierung, Manager, die uns bescheißen mit Milliarden und Millionen, die können sich das erkaufen, ihre Freiheit, und sind und so kleine Pflanzenliebhaber, die wegen meiner auch ein, zwei Pflanzen weiterverkauft haben, das sind hier die Schwerverbrecher? Die muss man wirklich mit Jahren Gefängnis verurteilen? Da frage ich mich, Leute, wo ist denn hier der Vergleich? Wo ist denn hier die Gerechtigkeit? Was hat denn das damit, weißt du, das ist ja überhaupt kein Verhältnis mehr. Ja, und, die setzt auf jeden Fall beim Betäubungsmittelgesetz aus, die Gerechtigkeit, ne? Ja, Wahnsinn. Kann ich auch bestätigen. Und ich würde auch mal sagen, wenn es das Betäubungsmittelgesetz in der Form nicht gäbe, dann wären die ganzen Polizisten und Gerichte und sonstiges alles, hätten wahrscheinlich, müssten alle Teilzeit arbeiten. Also ich habe mir den Aushang im Gericht mal angeschaut, da ging es die ganze Woche nur um irgendwas mit BTMG. Und dann denke ich mir, ey, lass doch die Leute einfach endlich in Ruhe. Das ist doch so sinnlos, eine sinnlose Verschwendung von Ressourcen und die Menschen gleichzeitig noch kaputt zu machen. Das eigene Volk so zu verheizen, wegen so einem korrupten Scheißgesetz. Wirklich, da kriege ich auch das Kotzen, ja, ganz ehrlich. Also, ja, und ja, ohne Vorstrafen so fies dran zu kommen, ja, das ist einfach unglaublich. Leute, die Sendung ist schon ziemlich lange, aber es ist zwar auch total interessant, und ich möchte euch jetzt nochmal allen kurz die Gelegenheit geben, so eine Minute oder so, oder zwei, dass ihr nochmal so ein, ja, entweder vielleicht wollt ihr den Leuten noch was sagen, dem System noch was sagen oder vielleicht sogar dem Tim noch eine Nachricht übermitteln, dass der zum Schluss vielleicht auch noch mal was dazu sagt. Das fände ich ganz schön. Das fände wäre ein schöner Abschluss. Andi, fang an. Immer ich. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Letztendlich war das der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. Wo ich nicht mit gerechnet habe letzten Endes. Zwei Tage vorher, ich hatte es dir schon mal erzählt, Mario, da kam mein Hund unerwartet in eine Tierklinik. Der wurde eingeschläfert, während ich in U-Haft saß. Das war, findet man fast keine Worte für. Das versteht vielleicht nicht jeder, wenn man halt kein Haustier hat oder so. Und ist halt auch nicht jeder so der Fan von. Aber so nach 11,5 Jahren, ist das halt ein Familienmitglied so, und das hat mich ganz schön zerbrochen. Glaube ich. Anders kann ich es nicht sagen. Also, danke, Alter. Ja, danke, Alter. Hast ja selber einen da irgendwo rumflitzen. das war auf jeden Fall mal eine Erfahrung. Sowas kannte ich halt nur aus dem Fernsehen, weißt du, aus irgendwelchen Filmen. War übel. Ja, möchte keiner zweimal erleben, sowas. Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, so schlimmer wäre es nur, wenn es meine Eltern gewesen wären oder mein Bruder oder sowas. Aber sonst wäre halt so emotionsmäßig, bindungsmäßig da nicht viel gekommen zu der Zeit. Und es hätte die halt auch nicht interessiert, die Bullen wahrscheinlich, wenn es meine Eltern oder so gewesen wären. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass dein Urteil hoffentlich besser ausfällt wenn es denn mal losgeht, werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ne? Ja, mach das. Ja, danke auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ja, gerne. Wer will, wer hat noch nicht? Möchtest du? Komm, dann mache ich, dann kannst du einen Abschluss machen. Also, ich hatte zuvor nie viel mit der Polizei zu tun. Ich war immer vorsichtig, und ich habe auch immer gedacht, ich habe das eigentlich alles unter Kontrolle. Was ich noch so sagen möchte am Ende ist auf jeden Fall, man hat es nie unter Kontrolle. Deswegen am besten dieses Nicht-Machen ist besser als ganz vorsichtig sein. Und wenn es dann unbedingt sein muss, dann passt da gut drauf auf. Mich hat das auch extrem gezeichnet, weil ich war davor eigentlich schon psychisch angeschlagen. Und das hat mir nur irgendwie nochmal den Rest gegeben, so nachdem die bei dir da einfahren und du in Handschellen irgendwie dastehen musstest. Und
ich bin irgendwie 7 Stunden zugefahren, ich musste pissen. Ich durfte nicht mal meine Hose selber aufmachen. Also das ist keine so eine schöne Erfahrung. Und was auch überhaupt nicht schön ist, sind halt diese Folgen daraus. Ne? Also für mich hat das nämlich bedeutet, dass ich nicht mehr in meiner Wohnung lebe. Ich extrem weit über 1000 Kilometer von meinem alten Wohnort weg bin, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe alles stehen und liegen lassen, Familie, alles. Und ja, das kann einen wirklich mehr beschäftigen, als man nachher denkt. Und es waren am Ende nur irgendwelche doofen Bilder auf meinem Handy. Und jo. Und Tim möchte ich nur eins mitgeben. Er darf jederzeit sich bei mir mal melden oder wenn wir uns mal sehen, können wir auch immer wieder mal miteinander sprechen. Und ich wünsche mir ganz, ganz arg doll, dass er in Zukunft mit den Menschen, die mit ihm in Vertrauen gehen, einfach besser umgeht mit den Daten, was er da kriegt oder auch mit Informationen, scheißegal mit was, aber einfach nur, dass er dafür einfach ein Gefühl bekommen hat vielleicht. Ne? Das wäre mir noch wichtig. Danke für deine Worte. So, ja. Also ich habe in erster Linie noch vielleicht ein paar Rechtstipps. Wenn ihr Gras anbaut, dann tut sämtliche waffenähnliche Gegenstände, die ihr im Haus habt, raus. Ja? Legt von mir aus eine Schere in die Küche, wenn ihr denkt, ihr müsst euch verteidigen. Die kann man euch nicht anlasten, aber sämtliche anderen Gegenstände werden euer Strafmaß erheblich verschlechtern. Weil ich wäre jetzt wahrscheinlich ohne diesen Baseballschläger und diesen Golfschläger und die Machete, wäre ich hier auf jeden Fall mit einer Bewährungsstrafe rausgelaufen. Und nur dadurch, dass ich dumm war und diese Gegenstände total unachtsam dort ohne Hintergedanken platziert hatte, schaue ich jetzt bösartig in die Röhre. Um es mal so zu sagen. Also keine Waffen und keine sonstigen waffenähnlichen Gegenstände. Dann könnt ihr noch viel mehr Gras anbauen und kriegt eigentlich noch eine geringere Strafe. Also ich bereue an der Stelle eigentlich nur, dass ich keine Hallen voll hatte über die Jahre. Ja, weil dann hätte ich dieselbe Strafe und hätte jetzt aber meine Millionen auf der Seite und würde mich jetzt zurücklehnen. Ja, aber ich hinterlasse jetzt halt eine Frau, die hat 2 Kinder und die muss jetzt hier, wir müssen jetzt das Haus mit untervermieten, weil von mir kein Gehalt mehr kommt. Also es ist für mich erheblich mit privaten gravierenden Veränderungen verbunden, sage ich jetzt mal. Ja, also mit meinem ADHS ist es auch nicht einfach, einen Job zu finden, bei dem man so angenommen wird und der einem Spaß macht. Und den habe ich jetzt mit 35 Jahren eigentlich endlich gefunden und jetzt muss ich ihn wieder abgeben, weil ich ins Gefängnis muss, ja. Das ist halt alles nicht so doof. Was mich jetzt allerdings ein bisschen positiv stimmt, ich bin ja Ersttäter und komme vielleicht relativ schnell in den offenen Vollzug, weil ich halt ein wichtiger Mitarbeiter bin bei uns in der Firma. Und es könnte sein, dass ich vielleicht nach 6 Monaten schon wieder in meiner Firma arbeite und dann bin ich ja quasi schon wieder Freigänger und kann am Wochenende nach Hause und so. Also so schlimm wird es im Endeffekt wahrscheinlich doch nicht, wie es dann hier auf Papier steht, sage ich jetzt mal. Ja, also ich denke auch immer, ich versuche immer die positiven Seiten zu sehen und ich werde auf jeden Fall. Muss man, oder? Ja, klar, was bleibt mir anderes übrig? Und ich werde auf jeden Fall gestärkt aus dieser ganzen Situation hervorgehen. Und ja, im Gefängnis, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt auch keinen Stress. Also, wenn der Tim es da drin aushält, dann halte ich es da drin 3-mal aus. Und da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Ja, was ich auch noch sagen möchte: Follower sind keine echten Freunde. Also pimmelt euch nicht einen ab über ganz viele Leute, die euch irgendwo hypen, wenn ihr im Real Life irgendwie Scheiße baut oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Also ihr müsst schon gucken, dass euer Real Life euch wenige, ja, das stimmt. Ihr müsst schon gucken, dass euer Real Life auch straight ist und dass ihr da mit Rückgrat und Anstand und Ehre durchgeht und nicht irgendwie die Muschi spielt oder so. Also das ist noch mein Tipp so. Da hat auch der Richter zu mir gesagt, ich hätte eine geringere Strafe haben können, wenn ich hier einen auch süchtig gemacht hätte. Dann habe ich gesagt, hä, bin ich doch nicht bescheuert. Erstens hätte ich dann keine Ehre und keinen Anstand. Zweitens gehe ich ganz sicher nicht in irgendeine Entzugsklinik. Und drittens, keine Haftstrafe der Welt wird meine politische Haltung zum Thema Cannabis ändern. Und wenn ich da wieder raus bin und sei es nach 6 oder 8 Jahren, dann rauche ich erstmal die dickste Tüte meines Lebens. Und da kann er mich nicht bekehren in der Hinsicht. Und da hat er auch gesagt, er bewundert diese Einstellung, aber sie bringt mich jetzt nicht sonderlich weiter hier. Also und da muss ich jetzt halt durch, ja. Also danke, Tim, dass du meine Nachrichten nicht gelöscht hast, obwohl du gesagt hast, du hast sie gelöscht. Und
deshalb sitzen wir jetzt wahrscheinlich alle hier. Also schreibt am besten keine Nachrichten und schreibt sie auch keinen Leuten, denen ihr nicht 100% vertraut, wirklich. 100%. Ja, schlimm. Ja, das ist wirklich so. Nichtsdestotrotz hätte das alles nicht sein müssen. Nee, definitiv nicht. Also das wäre auf jeden Fall ganz easy zu vermeiden gewesen. Ja, wäre es. Sonst hätten die mich halt auch niemals gekriegt, glaube ich. Ja. Ich kann nur hoffen, dass vielleicht in den nächsten Monaten, wenn uns das scheiß Corona nicht noch länger aufhält hier, da schnell Entscheidungen in Richtung Cannabispolitik getroffen werden, dass da vielleicht eine schnelle Legalisierung in Deutschland zustande kommt. Und dann ist vielleicht auch noch damit zu rechnen, dass der Anti schneller rauskommt, beziehungsweise der Gärtner vielleicht gar nicht so hart verurteilt wird. Und das würde ich euch wünschen, dass das vielleicht noch passiert. Und ansonsten kann ich nur noch mal sagen, herzlichen vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr wirklich hier da wart und euch gezeigt habt, darüber gesprochen habt, andere Leute damit informiert und gewarnt habt. Und ich finde, das ist das Wichtige jetzt hier gewesen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Tim noch mal kurz in der Leitung kriegen. Neben mir ist der Tim von Green Connection. Hey, cool, dass du dir ja kurz Zeit nimmst. Und ja, wir hatten uns ja fast verabredet. Du wusstest ja, dass ich ein Video mache. Und ich finde es cool, dass du jetzt auch mal noch am Schluss des Videos da zur Stellung nimmst. Erstmal, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich fragen soll. Du hast ja das Video auch gar nicht jetzt selber gesehen. Das ist natürlich jetzt auch, ich habe es dir versucht, ein bisschen zu erklären. Du hast mich gerade kurz reingucken lassen. Ja. In dem, was du vorbereitet hast. Wie geht's jetzt überhaupt mit dem Thema? Ja, schwieriges Thema natürlich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, weil ich jetzt wieder daheim bin oder weil ich jetzt wieder frei bin, dass ich jetzt wieder super happy bin. Das hängt natürlich irgendwo noch nach, ist klar. Und es belastet einen natürlich immer noch irgendwo. Und ja, es ist mega viel Scheiße passiert. Ich hatte das ja bei Micha im Video kurz angedeutet, ja, oder erklärt, eigentlich ausführlich erklärt. Jetzt war es so, ich hatte eigentlich gesagt, als ich das Video produziert habe, eben das mit Micha, dass ich mich dazu einmal äußere und bei dem einmal soll es auch eigentlich bleiben und dann will ich nicht mehr nach hinten gucken und eigentlich nur noch nach vorne und will die Sache hinter mir lassen, so gut es geht, und mich dazu eigentlich öffentlich nicht mehr wirklich äußern. Aber dadurch, dass du jetzt ja, die Initiative ergriffen hast und hast jetzt ein Video dazu gemacht, muss ich mich natürlich auch dazu äußern. Ist lieb von dir auf jeden Fall. Und ich verstehe es auch, dass du dich eigentlich dazu nicht äußern willst. Ja, weil du willst irgendwann mit dem Thema abschließen. Weißt du, das ist so. Und das ist nicht, irgendwann will man mit dem Thema abschließen. Du hast 15 Monate dafür einfach, du hast jeden Tag daran gedacht und willst irgendwann wieder das Ganze einfach hinter dir lassen. Und das ist der Grund. Und ja, jetzt äußere ich mich natürlich dazu. Also mit dem Thema geht es mir natürlich nicht gut. Privat geht es mir wieder gut und arbeitstechnisch geht es mir auch wieder gut. Aber das Thema hat man natürlich immer noch im Kopf und das begleitet einen immer noch so ein bisschen. Das ist schon so. Ja. Jetzt die Leute da, möchtest du denen irgendwas sagen noch so persönlich? Du weißt ja, um wen es sich da, glaube ich, handelt. Ja, ja. Du hast ja schon mit einigen Leuten da ein super Gespräch geführt. Aber möchtest du da jetzt noch zur Sendung irgendwas sagen? So? Also ich habe mich mit den allermeisten tatsächlich, die da in irgendeiner Form betroffen waren, habe ich mich tatsächlich schon unterhalten können. Und da war ich auch echt froh drum und wir haben gute und ausgiebige und lange Gespräche geführt. Und da war ich echt froh drum, weil es hat mich echt mega belastet. Und es ist einfach man kommt sich schon schuldig irgendwo vor und hat ein schlechtes Gewissen und denkt sich, boah, fuck, ey, ich hänge da irgendwo mit drin und das hängt ja alles irgendwo zusammen und das ist scheiße. Und auch ich habe Fehler gemacht, auf jeden Fall. Ich habe auch Fehler gemacht. Schuldvorwürfe. Ja, absolut. Und ich habe das ja, wie gesagt, ich habe das kurz in der Micha-Folge angedeutet. Vielleicht haben es oder hat es der ein oder andere überhört, aber ich habe wirklich gesagt, und ich erkenne es auch an, dass ich habe selbst Fehler gemacht. Also ich habe gewisse Nachrichten nicht gelöscht. Macht halt auch jeder mal. Ja, natürlich. Und es ist so. Ich habe mich witzigerweise mit einem Kollegen vor 2 Tagen darüber hier auf der Messe am Freitag unterhalten. Und der hat gesagt, wenn ich jetzt zu 100 Leuten hier auf der Messe gehen würde und mir das Handy zeigen lassen würde, du verstehst, was ich sagen will. Jetzt ist es so, ich habe selber Fehler gemacht. Wie gesagt, ich sage es jetzt zum dritten Mal tatsächlich. Und das habe ich auch in der Folge erwähnt. War scheiße von mir. Hätte nicht sein dürfen. Einige Sachen natürlich. Ne? Die Nachrichten hätten nicht da sein sollen. Aber nochmal, ich habe wirklich die letzten Jahre, ich kriege sehr viele Nachrichten zu dem Thema. Ja. Und dann übersieht man leider Gottes, das soll keine Entschuldigung sein, aber irgendwo eine Erklärung, dass man es vielleicht nachvollziehen kann. Dann übersieht man auch mal eine Nachricht. Fuck.
Ja, und das ist, und dann erwischt man. Man hat ja auch noch mehrere Apps, ne? Da, ja, da, da, da. Klar, klar. Weißt du, wen du vor anderthalb Jahren eine Nachricht geschrieben hast, was auf deinem Handy ist? Ich wusste es leider nicht. Ja, war mein Fehler, wird nicht mehr vorkommen, tut mir an der Stelle leid. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie gehst du jetzt so damit um? Also ja, ich schreibe gar nichts mehr über Medien oder irgendwelche, wie sagt man, ja, Apps, ja, Apps so, Gedanke, ja. Einfach Apps, ja. Programme, über die man leicht natürlich... Persönlich, ne? Am besten. Ja, gar nichts mehr. Ich verschicke auch, oder ich sage auch den Leuten konkret, bitte schick mir keine Bilder, schick mir nichts von dir privat. Und ich bin auch ganz fleißig immer, hey, ist alles gelöscht und so. Aber natürlich... Leute, hört's da drauf, wirklich. Ja, also keine Bilder schicken, keine Nachrichten schicken. Und dann kann sowas gar nicht passieren. Ne? Also wenn ich niemandem was schicke, dann kann der gar nicht so doof sein, dass er die Nachrichten gar nicht löscht. Genau. So. Genau. Ja? Na, absolut. Es ist halt einfach so eine Kette. Und am Ende, das ist halt der Mist, am Ende erwischt es einfach, alle sind am Arsch am Ende, ne? Ja. Auf Deutsch gesagt. Und alle, keiner kommt da gut bei weg. So, und keiner kommt gut bei weg. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Leute, ich bin jetzt wieder raus und die Leute müssen jetzt oder kriegen jetzt gewisse Strafen noch, das hat sich halt länger rausgezögert. Ja. Bei mir war es halt gleich der Fall und ich habe dafür meine 15 Monate Strafe absitzen müssen. Ja, es ist scheiße gelaufen. Was soll ich sagen, Mario? Ne? Mir tut selber leid. Weißt du, was ich meine? Du hast gebüßt dafür, ja. Ja, aber die ganze Kacke... Tut mir leid, wenn ich es irgendwie hätte rückgängig machen könnte, würde ich es machen. Wichtig ist, dass du keinen 31er gemacht hast. Das ist, finde ich auch, das ist mir am allerwichtigsten. Und das bin ich auch den Leuten schuldig gewesen. So, und nochmal was zum Thema Unterstützung. Genau. Ich habe das beim Micha in der Folge kurz angesprochen. Leute, ich würde gerne wirklich was gut machen an der Stelle und ich sehe mich da auch in der Verantwortung und in der Pflicht. Und Stichwort Tim-Tipps, also die Filter, die ich auf dem Markt habe. Ich möchte wirklich was von dem Gewinn, möchte ich zurückgeben und möchte Leute, die es nötig haben, die da einfach mit dem Fall betroffen sind, möchte ich was zurückgeben und finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Und Leute, schreibt mich da wirklich gerne an. Ne, das ist ja nichts Illegales, dazu kann man ja öffentlich drüber kommunizieren und auch über WhatsApp sogar. Also die Leute wissen, glaube ich, wo sie mich erreichen. Ja. Schreibt mich an und ich lasse euch Unterstützung zukommen, gerne. Ich will da was zurückgeben. Ja, das ist mir wichtig. Na, finde ich gut. So. Hey, ich wünsche dir noch einen schönen Messeaufenthalt und danke, dass du dir wirklich kurz Zeit genommen hast. Ja? Ehrensache, hey. Mario. Ne? Pass auf dich auf. Bleib gut. Guten Abend. Ciao. Ciao.